Und wir haben schöne Maske gekauft. Küsse sind trotzdem erlaubt, oder? Macht keinen Sinn. Heute ist der Tag, wo wir endlich den Laden wieder rauffahren. Und ich bin schon ganz kribbelig und freue mich drauf. Zwei Meter ist viel. Mehr als man denkt. Bringen wir etwa ein Drittel, ein Viertel von der Platz rein. Aber wir haben noch einen Seminarraum im ersten Stock, wo wir in eine Beiz umgewandelt haben, im 60s-Style. Ich bin Andrea, Chef des Restaurants in der Wirtschaft Ziegelhütte in Zürich. Und mein Team und ich sind heiss auf die Wiedereröffnung nächste Woche. Wir wollen hier möglichst viel Platz anbringen und der Wahrung natürlich von der 2 Meter Distanz von Tisch zu Tisch. Los! Der Biergarten wird jetzt neu einfach Gartenbeiz. Und das haben wir so eigentlich noch nie können machen. 2 Meter ist viel länger als man meint. Das ist ja im grössten Kumpel flach anleisten, Gary. Machen wir das Beste daraus. Wir haben schöne Masken gekauft. Wir werden das Desinfektionsmittel mit unseren Gartenkräutern parfümieren. So, jetzt gehe ich meinem Team noch das neue Schutzkonzept erklären, das sie sich ab nächster Woche dran halten müssen. Ihr könnt leider nicht ahnen und finden, Harry schon lange nicht gesehen. Wenn man das Essen bringt, anstellen, ein paar Schritte zurück und dann finden einen guten Miteinander. Nicht nur so in den Teller hineinhusten. Jeder Gast, der gegangen ist, muss man den Tisch desinfizieren, den Stuhl, das Bänkchen. Was unlogisch ist, Küsse sind trotzdem erlaubt. Ja. Wichtig ist auch, wir langen keine Sachen von den Gästen. Also eben keine Jacke, nichts, was auf dem Tisch liegt, wenn mit dem Teller kommt und das Handy liegt dort. Nicht wegschieben, sagen, könnt ihr es bitte wegnehmen. Wir dürfen nichts anlangen von den Gästen. Stellung aufnehmen, genau, Aufnahme am Tisch. Dort kann man gut ein bisschen wegstehen, sie müssen halt ein bisschen lauter reden. Aus unserer Sicht ist es viel angenehmer, wenn wir ohne Maske am Tisch können. Bedingt einfach, dass wir wirklich dann sauber arbeiten. Das heisst, relativ zügig unseren Job am Tisch erledigen. Und auf unsere Aussprache achten, wohin dass wir allenfalls sprühen. Wenn jemand eine Maske will anlegen will, dann darf er oder sie das selbstverständlich. Wichtig ist auch, wenn ihr Symptome habt, sofort sagen, ihr müsst nach Hause geschickt werden und die Regeln des BAG befolgen. Ja, das ist.